Herzlich willkommen zum zweiten Tag 48 Stunden Frieden. Wir wissen natürlich, dass 48 Stunden Frieden nicht reichen. Wir sind hergekommen, um aus den 48 Stunden einen dauerhaften Frieden zu machen und den natürlich auch nicht nur hier, sondern auch dort, wo jetzt gerade Krieg herrscht. Und die Frage ist natürlich, wenn man sozusagen dieses Projekt des Weltfriedens verfolgt, und Frieden ist ja auch immer mehr als nur die Abwesenheit von Krieg, da müssen wir natürlich auch analysieren, wie es eigentlich zu dieser Situation gekommen ist, dass sich dieser Feuerring an Kriegen um Europa und die erweiterten europäischen Außengrenzen gelegt hat. Und die Analyse steht jetzt vor allem in diesem Podium sozusagen zur Debatte. Also die Frage, was hat sich da eigentlich mit der Krise verschoben in der Weltordnung? Wie ist es dazu gekommen, dass etwas, was als Bürgerkrieg in Syrien anfing, in wenigen Wochen, Monaten sich in einen Stellvertreterkrieg verwandelt hat, wo ganz viele verschiedene Akteure mit ihren eigenen Interessen da aktiv sind. Und genau, und diese Fragen wollen wir jetzt diskutieren. Ich bin froh, vier Experten begrüßen zu dürfen, Experten und Expertinnen begrüßen zu dürfen. Und zwar fange ich ganz zu ihrer Rechten auf dem Podium an. Das ist nicht politisch gemeint, das versteht sich von selbst. Und zwar haben wir Jochen Hippler gewinnen können. Jochen Hippler ist habilitierter Politikwissenschaftler und arbeitet als Friedensforscher, an der Universität Duisburg als Privatdozent. Er ist mir persönlich zuerst begegnet als einer der allerersten, der die Bedeutung des antimuslimischen Rassismus in den westlichen Ländern entdeckt hat. Das Buch Feindbild Islam, da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt, 2001, glaube ich, 2002 hast du das im Konkretverlag, glaube ich, veröffentlicht. Jochen Hippler hat aber zu einem ganz breiten Themenfeld gearbeitet und arbeitet immer noch. Er war im Transnational Institute in den 90er Jahren in Amsterdam, hat sich da mit Fragen der Weltordnung, des American Decline beschäftigt und sozusagen der Welt nach dem Kalten Krieg und der Umbrüche. Er hat regional geforscht, vor allem zum Nahen und Mittleren Osten und auch zu Afghanistan und Pakistan. Und er ist auch jahrelanger Mitarbeiter an den Friedensgutachten. Zu meiner direkten Linken sitzt Sabah al-Nasseri. Sabah al-Nasseri ist in Irak geboren und ist seit 1981 im Exil, ist über Russland, ne, nach Deutschland gekommen und hat in Frankfurt promoviert. Er ist ebenfalls sehr profiliert. Besonders relevant ist seine Übertragung der Regulationstheorie, also eines bestimmten Ansatzes, eines offenen marxistischen politökonomischen Ansatzes auf die Peripherie. Hat ein essentielles Buch geschrieben, Periphere Regulation, und ist heute Professor für Middle Eastern Studies an der York University in Toronto arbeitet vor allem in dem Bereich, zugleich aber auch zu den Fragen der Weltordnung und des Imperialismus. Zu meiner Rechten sitzt Volodymyr Ischenko. Volodymyr Ischenko ist stellvertretender Direktor am Center for Social and Labor Research in Kiew. Er ist mit Sicherheit einer, wenn nicht der meist gefragteste Experte zum Ukraine-Konflikt, sowohl was die politische Tagespresse anbelangt, vom Guardian bis hin zu den Fachzeitschriften. Und er arbeitet zugleich als Dozent am Polytechnischen Institut in Kiew und ist Herausgeber der Zeitschrift Commons. Und dann ganz zu Ihrer Linken sitzt Heike Hänsel. Heike Hänsel ist 2005 in den Bundestag eingezogen für die Linke, ist dort jetzt entwicklungspolitische Sprecherin und auch stellvertretende Parteivorsitzende. Allerdings, bevor sie in den Bundestag einzog, oder sozusagen schöpft sie ihr
Ihre ganze Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten sozialen Bewegungen, vor allem der Friedensbewegung, aber auch aus der globalisierungskritischen Bewegung. Sie war lange führend tätig bei ATTAC und wir sind sehr froh, dass wir Sie hier auf dem Podium begrüßen dürfen. Und without further ado gebe ich jetzt das Wort an Jochen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich würde vielleicht beginnen wollen mit der Vorbemerkung, dass ich glaube, dass eine der Dinge, die wir an der deutschen Außen-, Friedens-, Sicherheits-, Entwicklungspolitik, an denen wir leiden, ist, dass wir zu viele Antworten und zu wenig Fragen haben. Und dass viele, und das betrifft jetzt rechts, links, Mitte, alles Mögliche, da kann ich nicht sehen, dass wir auf dem Parteienspektrum, ich darf das vielleicht als Außenstehender sagen, dass wir auf dem Parteienspektrum insgesamt eine Situation haben, wo wir immer alle so tun, ich schließe mich da auch durchaus ein, als hätten wir viele Antworten, wobei wir viele Fragen uns noch gar nicht getraut haben zu stellen. Und ich würde gerne jetzt die Zeit, die ich habe, benutzen, um so ein paar Fragen zu stellen, von denen ich das Gefühl habe, dass wir uns in der deutschen außenpolitischen Debatte durchaus auch in der linken Debatte nicht weiter drum herum drücken sollten. Ja, und ich glaube, wenn man mich fragt, was ist denn jetzt eine linke Außenpolitik, wie das in dem Begrüßungswort eben ja getan worden ist, dann glaube ich, dass wir drei unterschiedliche Dinge unterscheiden müssen. Erstmal ist die Frage Zielvorstellungen. Ja, linke Zielvorstellungen sollten sich wahrscheinlich von rechten oder von anderen unterscheiden. Aber wir haben das Problem, dass das Ausdrücken von Zielen in der Regel nur durch Worte und relativ vage passiert. Das heißt, Frieden oder Demokratie oder Beteiligung oder Gendergerechtigkeit oder so, das sind alles Dinge, zu denen man sich bekennen kann. Wenn man das aber tut, ist noch relativ wenig ausgedacht, was das jetzt tatsächlich bedeutet. Ja, also fast jeder in Deutschland ist irgendwie für den Frieden, aber was es dann konkret bedeutet in der tatsächlichen, oder zum Beispiel, was wir auch eben gehört haben, das Völkerrecht hochzuhalten, ist sicher ein wichtiger Teil von dem Wertegerüst, auf das man sich stützen sollte. Aber auch das ist eine Sache, das reicht auf der verbalen Ebene, vom rechten Rand der CSU bis zum linken Landrand der Linken. Da sehe ich nicht, dass diese Werteebene an sich ausreicht. Die ist wichtig, sie muss aber gefüllt werden. Aber nur zu beschwören, dass wir für das Gute und gegen das Schöne und für das Schöne und Gute und gegen das Böse sind, das ist noch keine ernsthafte Fundierung irgendeiner Außenpolitik, am allerwenigsten linker. Da müssen wir nachliefern, was das denn jetzt heißt. Was heißt das Konzept von Frieden im Unterschied zum christlichen Pazifismus, ja, der schon älter ist als wir? Oder ich hatte mal, als ich 18 war und zur Bundeswehr sollte, einen sehr reaktionären Arzt, der bei Stalingrad gekämpft hatte, mit so dicken Brillengläsern, ein Deutschnationaler, der aber aus Stalingrad gelernt hatte, dass er mich nicht zur Bundeswehr lassen dürfte. Und so. War das jetzt ein Linker? Also was ich damit meine, mit Frieden und so, das ist alles gut und schön und ich teile das und wir teilen das alle, aber was zum Teufel heißt das wirklich? Das Zweite ist die Mittel. Ja, das heißt, wenn wir eine Politik wollen, geht es ja nicht nur um die Ziele, sondern es geht auch, wie wir die Ziele erreichen, sonst heiligt halt der Zweck die Mittel, das kann es nicht sein. Das heißt, wir müssen, wenn wir über eine fortschrittliche, linke, aufgeklärte, menschenrechts- und friedensorientierte Außenpolitik sprechen, auch immer mitdiskutieren, dass wir nicht nur Ziele haben, sondern dass die Mittel, die wir verwenden können, erstens wirksam sein müssen. Es nützt uns nichts, ein Mittel anzuwenden, was nichts nützt. Und zweitens darf es nicht im Widerspruch sein zu den moralischen, ethischen, normativen Grundlagen, die wir haben. Das ist auch eine Diskussion, die kann ich auf der Rechten, die kann ich im politischen Zentrum, die kann ich auch in der politischen Mitte Linken nur so angedeutet finden. Da würde ich mir wünschen, ein bisschen Gas zu geben an der Stelle. Und das Dritte, was mit Außen-, Sicherheits-, Friedenspolitik wichtig sind die Bündnispartner. Ja? Also mit wem macht man eigentlich Sachen zusammen? Das lässt sehr tief blicken. Und da hatten wir früher, als ich noch jung und schön war, das ist schon länger her, so eine relativ scheinbar übersichtliche Situation. Da gab es halt irgendwie recht und linke Lager und so. Und dann, ich habe immer für die Befreiungsbewegungen und auch Geld für Waffen für El Salvador gesammelt und so. Also da war diese scheinbare Übersichtlichkeit, die wir hatten, die ist uns jetzt ein kleines bisschen auf beiden Seiten, ja, auf beiden Eckseiten verloren gegangen, weil wir eben, was haben wir jetzt für Bündnispartner? Wir haben USA als Partner, wo halt tatsächlich jemand
wie Donald Trump eine ernsthafte Chance haben kann, Präsident dieses Landes zu werden. Da stellt sich die Frage, dieses Gerede von westlicher Wertegemeinschaft. Ja? Also wir haben westliche Wertegemeinschaft mit Donald Trump. Da habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was das bedeutet. Wir haben eine russische Regierung, die halt klassische nationalistische Machtpolitik des 19. Jahrhunderts macht. Ist auch nicht das, wo ich als Linker mir vorstellen, das hätte ich mir auch früher nicht vorstellen können, mich darauf. Dann haben wir die Volksrepublik China, die halt immer eine Volksrepublik ist, die es aber zunehmend im Wesentlichen sich mit Aufrüstung und Geld verdienen beschäftigt. Ist das unser strategischer Partner? Früher hatten wir noch viele Befreiungsbewegungen. Ich habe hier ein paar eben angetippt. Was wir heute haben, sind eben Aufstandsbewegungen im Nahen Mittleren Osten, auf denen wir große Schwierigkeiten haben. Und also diese dschihadistischen Bewegungen sind sozusagen die historischen Nachfolger. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, mit denen ein strategisches Bündnis einzugehen. Also da ist die Frage tatsächlich, wenn wir linke, fortschrittliche, progressive Außenpolitik machen wollen und müssen, mit wem zum Teufel tun wir das eigentlich? Und zwar nicht nur im Inneren, ja, das ist ja schon schwierig genug, sondern mit wem tun wir es auch strategisch in den internationalen Beziehungen? Und da haben wir Hausaufgaben zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns alle drum herum drücken. Das wollte ich dann. Das Zweite, was ich ansprechen wollte mit Blick auf die Uhr, ist, was ich gerade schon kurz erwähnt habe, die Aufstandsbewegung. Also wir haben ja früher, ich weiß nicht, ob das allen so geteilt haben, aber es gab ja eine sehr starke Tendenz, dass wir Befreiungsbewegungen mit gutem Grund, ja, ich will mich da nicht im Rückblicken von distanzieren, ich finde das immer noch eine nachvollziehbare, richtige Position im Nachhinein, aber dass wir linke, linksnationalistische, progressive Aufstandsbewegungen hatten, die dann häufig im Inneren nicht so lecker waren, wie sie von außen aussahen, aber die trotzdem halt für viele Leute in Europa ein Identifikationsding. Also ich meine, die Studentenbewegung der 60er Jahre wäre ohne die Vietnam-Solidarität einfach nicht so abgelaufen oder mit dem Solidarität im Kampf gegen den Schah des Iran und so. Das heißt, wir haben wirklich eine Situation, in der Dritte Weltbewegung, Aufstandsbewegungen, auch gewaltsame Aufstandsbewegungen, ein wichtiger Teil linker Identität, mindestens in Westeuropa, in Osteuropa, können wir vielleicht gleich noch drüber reden, gewesen sind. Und diese Szene ist weg, ja fast weg. Ja. Dafür haben wir jetzt Aufstandsbewegungen, die eben tatsächlich durch terroristische Mittel, durch Enthauptungen, durch alle möglichen Extremismus, mit denen können wir uns natürlich nicht identifizieren. Wir müssen aber sozusagen, wenn wir jetzt da auch gefragt werden, außenpolitisch, wie reagiert ihr darauf, müssen wir Antworten geben können, die nicht nur hau drauf, lasst sie uns alle militärisch niederwerfen, sind. Erstens mal klappt das nicht, ja. Dafür gibt es ja jetzt in Afghanistan, im Irak und sonst wo genug Beispiele. Und zweitens wird sich dann für eine linke Außenpolitik nochmal die Frage stellen, ob wir das denn wirklich wollten, selbst wenn es ging und so. Aber in dem Fall ist dieser Widerspruch zwischen Realismus und Werten gar nicht vorhanden, weil es weder moralisch richtig wäre, noch funktioniert. Und da muss ich über diesen Widerspruch an der Stelle. Okay, aber was machen wir jetzt mit denen? Und wenn ich mir jetzt in der Gegend, im Irak, in Syrien, in Libyen, im Jemen, in Afghanistan und so anschaue, wo kommen diese Aufstandsbewegungen eigentlich her, diese Widerstandsbewegungen? Dann kann man relativ schnell feststellen, dass die nicht so sehr entstanden sind, weil sie unbedingt ideologisch so attraktiv sind. Ja, die Leute in Afghanistan oder in Pakistan oder in Syrien oder so, die wachen nicht morgens auf und denken, Gott ist groß und ich muss jetzt unheimlich fromm sein, sondern die Leute haben politische Probleme. Ich habe mir mal in Pakistan von einer Demonstration von analphabetischen Bauern erklären lassen, warum die für die Scharia sind. Und die haben mir erklärt, die Scharia, wir wollen einfach Recht für alle haben. Das pakistanische Recht ist nur für die Reichen, für die Landbesitzer und für die Generäle. Und wir einfachen Leute kriegen kein Recht. Wir müssen die Richter bestechen. Und nach 10 Jahren kriegen wir immer noch nicht Recht gegeben. Das heißt, das Recht des Staates ist nur ein Recht der Unterdrücker in Pakistan. Und das kann man jetzt in ein paar anderen Ländern wahrscheinlich wiederholen. Und dann ist es besser, dass wir ein Recht für alle haben. Und vor Gott sind ja alle gleich. Ja, vor Gott sind die Generäle und der Bauer sind gleich.
Also fiktiv, ich bin nicht sicher, ob ich das auch so sehe und so. Aber das heißt, wir haben eine Situation, in der viele Leute in den Ländern, die ich so besuche, mir sagen, ich bin für Scharia, für bestimmte religiöse Regime, nicht so sehr, weil ich mich vor Frömmigkeit nicht an mich halten kann, sondern weil die säkularen Staatsapparate uns verraten haben und missachten und unsere Würde nicht haben und uns nicht respektieren. Und wenn vor Gott alle gleich sind, dann ist es mir lieber, ein etwas groberes, etwas unerfreulicheres Recht zu haben, was für alle gilt, als irgendein Recht zu haben, was man kaufen und verkaufen kann, wie man Brötchen und Äpfel verkauft. Und so. Das sagen mir die Leute. Und dann fängt sich das natürlich an, ideologisch zu verselbstständigen. Ja? Wenn das dann fängt es dann noch an irgendwie. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, wenn wir bestimmte Bewegungen aus politischen und ethischen Gründen bekämpfen wollen, dann glaube ich nicht, dass die Frage militärischen Mittels relevant ist. Ich glaube nicht, dass die militärische Lösung einen Beitrag darstellt. Ich glaube auch nicht, dass die Ablehnung der militärischen Lösung einen Beitrag darstellt. Ich glaube, dass es einfach nicht relevant ist. Relevant, wenn ich solche Gruppen bekämpfen möchte, ist es, dass wir den Menschen in der Region eine bessere Form von Regierungsführung, eine bessere Form von Recht, eine bessere Form von Sicherheit anbieten, weniger Korruption anbieten, als das die Aufständischen tun. Die Taliban oder Daesh oder sogenannte islamische Staat sind ja teilweise bei Leuten deswegen akzeptiert oder sogar eine Zeit lang beliebt gewesen, nicht weil sie an sich so viel Ausstrahlungsgrad hatten, sondern weil sie das kleinere Übel gewesen sind, verglichen mit Regierungssystemen und Regierungen, die als Räuberbanden betrachtet wurden und häufig mit gutem Grund, sind wir ehrlich. Ja? Das heißt, ich glaube, die Bekämpfung dieses wirklich ekelhaften Symptoms von politischer und wirtschaftlicher Krise, da glaube ich tatsächlich, dass wir in Deutschland immer dran vorbeidiskutieren, weil wir immer diskutieren für militärischen Einsatz, gegen militärischen Einsatz. Das ist absolut irrelevant meiner Einschätzung nach, wenn wir nicht sagen können, wie können wir diese Leute überflüssig machen, politisch und sozioökonomisch. Und wenn wir da was auf der Pfanne haben, dann werden wir diesen Kampf gewinnen. Und wenn wir da nichts auf der Pfanne haben, dann werden wir ihn verlieren, völlig unabhängig davon, ob wir da bombardieren oder nicht bombardieren. Und die Diskussion sehe ich in Deutschland weder auf der Rechten, noch auf der Linken, noch in der Mitte, sondern irgendwo. Wir machen immer diese rituellen Diskussionen, als ob es nur um uns geht. Ja, bombardieren wir oder nicht, nimmt uns so ernst. Wir müssen diese Gesellschaften ernst nehmen und wir müssen überlegen, wie kann man diese idiotischen Banditen überflüssig machen. Und da habe ich bisher in der Regierung, in den Parteien, bald in der Wissenschaft, wenn ich das als Wissenschaftler sagen darf, nur Gelaber zugesehen. Ich komme zum Schluss, ich habe noch eine Minute. Ich würde eben sagen, da sollten wir die Friedens- und Sicherheitspolitik tatsächlich entmilitarisieren, indem wir uns nicht selber immer hypnotisieren, sondern dass wir überlegen, was auch die Anmoderation war, was sind die tatsächlichen politischen Probleme, die wir lösen müssen. Und erst wenn wir die definiert haben, und in diesem Fall ist es jetzt ein Mangel an funktionierender, glaubwürdiger Staatlichkeit, ja, wenn wir diese Mittel identifiziert haben, dann können wir über Lösungen reden. Ja, aber in Deutschland, die von der Leyen jetzt wieder, ist ja eben auch gesagt werden, oder andere, die wissen schon, dass die Lösung ist, entweder die Bundeswehr zu schicken oder dass wir wissen, die Lösung ist nicht, die Bundeswehr zu schicken. Ich habe das Gefühl, das ist Thema verfehlt. Wir müssen erst die Probleme analysieren und dann werden wir rauskriegen, es sind politische Probleme und dann müssen wir über die Mittel diskutieren, linke, funktionierende Mittel, und dann sind wir auf einem attraktiven Weg, wo wir auch was beitragen können. Herzlichen Dank für eure Geduld. Okay, ich wollte ein bisschen wettern und so. Okay. Können Sie mich hören? Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Danke, Inga, für die Vorstellung. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin seit 10 Jahren in Kanada. Und ich fühle mich zu Hause. Ich habe viele Menschen gesehen, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht gesehen habe. Also danke für die Einladung und für die Möglichkeit, mich mit meinen Menschen noch wieder zu treffen. Zunächst einmal eine grundsätzliche Behauptung. Die neue Weltordnung ist nicht anders als eine neue Weltkriegsordnung.
Wenn das so ist, dann ist der Krieg permanent. Und wenn der Krieg permanent wird, dann sind Rechtfertigungen, Bündnisse und Koalitionen kontingent, beliebig. Es kann ein Krieg gegen die Massenvernichtung Mittel, für Demokratie, für Menschenrechte, für die Rechte der Frauen, für keine Ahnung was. Es wird beliebig und deswegen der Krieg des Terrors, ich habe das immer bezeichnet, der Krieg am Terror ist nicht anders als Krieg des Terrors, ist kein Failure, ist eine Methode, ist eine Strategie. Eine Strategie der neuen Weltkriegsordnung. Und wer denkt, dass der Krieg am Terror ist ein Failure und man muss was anderes sich überlegen, dann täuscht er oder sie sich. Das ist die Strategie der neuen Weltkriegsordnung. Getragen zuerst von den USA, mit den Neokonservativen, aber durch ihren abenteuerlichen Kriegen haben sie alle mit ins Boot genommen. Jetzt machen alle mit. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland, wie sie alle heißen. Sorry? Ja, wir sind gut, gell? Anyway, das ist meine grundsätzliche Behauptung. Falls Sie vergessen haben, heute ist der 14. Jahrestag der Besatzung des Iraks. Im 2003, 19. März, die USA, Großbritannien und die sogenannte Koalition der Willigen haben nicht nur einen völkerrechtlich widrigen, aggressiven Krieg geführt, sondern ich habe das auch bezeichnet als ein Staatsterror seit den USA und Großbritannien. Es war ein Terrorkrieg, kein rechtwidriger Krieg. Die Voraussetzung dafür war 13 Jahre lang massenhafte, genozidartige, völkerrechtlich gerechtfertigte Sanktionen gegen die Menschen im Irak. Und hier auch, ich stimme mit meiner Völkerrechtskollegin nicht ganz überein, weil ich denke, dass Recht schon immer in dreierlei Hinsicht überdeterminiert, um einen Begriff in Althusser zu benutzen. Das Recht ist überdeterminiert durch machtpolitische, privateigentümliche und patriarchalische Verhältnisse. Wer denkt, dass das Recht irgendwie neutral und das rechtliche Diskurs indeterminiert ist und man kann es für gute Zwecke benutzen, irrt er oder sie sich. Völkerrecht ist immer gebunden an eine imperiale Macht, ob das Großbritannien war oder die USA oder wie auch immer. Und es wirkt, wie wir heute auch gehört haben, zum Teil in der Eröffnungsrede, in der Regel wie eine Einbahnstraße. Wir finden das gut, dass die Bundeswehr die Chemiewaffen in Syrien zerstört hat. Finde ich auch gut. Aber das Problem, die ich mich und Menschen im Nahen Osten fragen, wieso denn wird die Bundeswehr nicht eingesetzt, um die Chemiewaffen in der NATO und USA zu zerstören? Wieso sind Assad und Saddam und Gaddafi irgendwie irrational? Man kann denen massenvernichtenden Mitteln nicht anvertrauen, aber irgendwie Bush und Co. irgendwie rational sind. Also das kann ich nicht verstehen. Also diese Einbahnstraße, die funktioniert nicht, die wird auch nicht funktionieren und die ist eine der Probleme, die die ganze Grausamkeit mit verursacht hat. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich denke, drei historische Momente sind relevant hier, wenn wir von Terror, Gewalt, Flüchtlingsfrage reden wollen. Das erste ist, wie gesagt, die Besatzung des Iraks und die systematische Zerstörung des Landes, ökonomisch, politisch, territorial und so weiter und so fort. Die massenhafte Verdächtigungen, massenhafte Verhaftungen, massenhafte Inkarcerierung, massenhafte Folter der Iraker seitens der USA und Großbritannien legte der Nahrboden vor alle Grausamkeiten bis hin zu der sogenannten Islamischen Staat. Der Terror fängt nicht mit dem Islamischen Staat an, der fängt mit der irakischen Besatzung an. Das ist die grundsätzliche Voraussetzung. Ich weiß, dass wir in diesen Videos und Videoclips sehen Beerdigungen,
manchmal habe ich den Eindruck, Robespierre hat irgendwie nahostliches, muslimisches Blut in sich, weil der immer diese Guillotine eingeführt hat und die Aristokraten abgeköpft hat. Da sehen wir, die Islamische Stadt macht das, das ist grausam. Aber was wir nicht sehen, die Hunderttausende bis über 1,1 Millionen Menschen, die geschlachtet werden im Irak, in Syrien, in Libyen etc. Wir sehen nicht über 15 Millionen Menschen, die gewaltsam vertrieben wurden im Irak, in Syrien, in Libyen durch die sogenannte Demokratiekriege, Interventionskriege. Das sehen wir nicht. Und selbst wenn wir das sehen, irgendwie versuchen wir das zu rechtfertigen. Das sind, wie die Amerikaner sagen, Kollateralschaden. Das sind ja gar keine Menschen, es ist ja irgendwie Kollateralschaden. Und das, was die Menschen dort auf die Palme bringt, wenn ein Terrorakt in Paris stattfindet und Menschen sterben, sind alle Staaten auf der Welt auf die Barrikaden gegangen und marschiert, auch Netanyahu, das war sehr schön, Netanyahu dort zu sehen, der eine dieser Terrorkrieg führt gegen die Palästinenser, die marschieren in Paris in Solidarität mit den Französen. Je suis Paris. Am selben Tag sind hunderte von Menschen in Beirut, in Bagdad, in Basra, in Kabul in die Luft gesprungen und getötet. Kein Mensch hat gesagt, ich bin Beirut, ich bin Bagdad, ich bin Kabul. Also diese rassistische Weltordnung geht einem auf die Palme. Und das können wir glauben, dass Millionen von Menschen im Nahen Osten genauso das sehen. Das Problem ist nicht ihre Kultur, es ist nicht ihre Religion. Nochmal, wenn man sich als Marxist definiert, wenn Marx kritisiert, dass die grundsätzliche Kritik aller Verhältnisse ist die Kritik der Religion, er meint damit nicht die theologische Frage, sondern Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Religion attraktiv machen. Was ist das an diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, die Religion und Konfessionen so attraktiv für die Menschen machen? Es ist nichts anderes als die soziale Frage. Und die muss man im Mittelpunkt der Diskussion stellen. Ich bin seit gestern hier und diesen Begriff leider ist nicht vorgefallen. Und ich frage mich, warum? Es ist die Klassenfrage. Es geht um Klassenherrschaft. Es geht nicht um Kultur und Religionen und Konfessionen und Ideologie. Sicher, in der Ideologie, als Marx sagt, die Menschen erleben ihre eigenen Verhältnisse, aber stets in verkehrter, verschobener Form. Das heißt, Religion, Konfessionen sind nicht anders als ideologische Formen der Bewegung der sozialen Frage und der Klassenherrschaft. Die sind nicht ein Ersatz dafür oder in statt der Klassenfrage. Das ist wichtig, weil ich denke, ich muss radikal verkürzen, weil ich habe noch 5 Minuten. Anyway, es ist wichtig, weil ich denke, dass das neoliberale Projekt schon da 70er Jahre, um einen weberischen Begriff zu benutzen, hat eine elektive Affinität zu Religion und Militarismus von Beginn an. Der Guru, der Theoretiker des Neoliberalismus, Milton Friedman, in den 70er Jahren, saß am Verteidigungsausschuss in den USA. Da fragt man sich, was macht ein Monetarist, ein Geldfetischist im Verteidigungsausschuss? Von Beginn an, das neoliberale, neokonservative Projekt ist ein religiöses, militaristisches Projekt und nicht nur ein angebotorientierter Wirtschaftspolitik. Von Beginn an, Gewalt ist eingeschrieben in diesem neoliberalen Projekt. Und es nimmt verschiedene Formen an. Im Nahen Osten ist es die strukturelle Gewalt. Der zweite Moment. Die arabische Revolution in 2010, 11. Die Menschen sind massenhaft auf die Straße gegangen. Friedlich-demokratisch forderten sie ihre Rechte, soziale Gerechtigkeit, Freiheiten und Gleichheiten und so weiter und so fort. Was erleben wir? Schon wieder Europa und die USA auf Ordnung und Stabilität setzen, statt die Forderungen der Menschen, die friedlichen Forderungen der Menschen zu unterstützen. Stattdessen
sehen wir, wie schnell, und ich again, übereinstimme, ich stimme nicht überein mit meinem Redner von heute Morgen, die NATO hat den Krieg in Libyen geführt. Und die hat das geführt, nicht für die Interessen der Menschen in Libyen, sondern es gab den imperialistischen Mächten die Möglichkeit, die arabischen Revolutionen zu kontrollieren, zu lenken, dahin zu bringen, wo sie sie haben wollen. Das ist wichtig, wichtig in zweierlei Hinsichten. Weil von nun an die friedlichen Revolutionen, und dann sollte man sich nicht wundern, sich in Dschihadismus transformiert haben. Wenn die Forderungen, die grundsätzlichen Forderungen der Menschen, es geht nicht um Zugang zum Internet, es geht um die grundsätzlichen materiellen Bedürfnisse der Menschen, die noch nicht befriedigt sind. Wenn sie versuchen, das friedlich durchzusetzen und erleben gewaltsame Konterrevolutionen, was erwartet man dann? Dann kommen viele Menschen zu dem Schluss, es kann nur durch Gewalt gehen. Wer bietet diese Gewalt an? All die Gruppen, die vom Westen eigentlich unterstützt und aufgebaut und verursacht werden, wie der Islamische Staat oder Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida, obwohl die alle heißen, die auf einmal werden attraktiv. Ist das ein kollateraler Schaden des Kriegs, des Terrors? Nein, das ist gewollt. Das ist eine wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Man verursacht Gewalt, um zu rechtfertigen, warum man gewaltsam dagegen vorgehen will, warum man militärisch entfliehen will. Das zweite Moment. Das dritte Moment mit der Konterrevolution. Und hier ist es auch wichtig, weil, ich weiß, ich habe nur 2 Minuten. Okay. Es ist wichtig, weil, wie Inga zu Recht darauf hingewiesen hat, die friedliche Revolution in Syrien innerhalb ein paar Wochen wurde in einem Stellvertretungskrieg transformiert. Und hier spielen nicht nur die internationalen Mächte, wie Großbritannien, Frankreich und USA vor allem, sondern auch die Regionalmächte, Türkei, Iran, Israel und Saudi-Arabien. Und ihre Konflikt über die regionale Vormachtstellung in der Region. In Syrien, in Irak, in Libanon, in Jemen. Und es ist nicht ein sektärischer oder religiöser Krieg. Weil der Schiismus im Iran, also eine bestimmte Art von Interpretation des Schiismus, oder der Wahhabismus in Saudi-Arabien, oder in Israel, oder der AKP in der Türkei, das ist keine Religion, das ist eine Staatsdoktrin. Der regionale Kampf um die Vormachtstellung ist letztendlich um das Überleben der herrschenden Klasse und deren Regime in der Region. Es ist ein Medium, qua which die herrschenden Klassen die arabischen Revolutionen zurückzudrängen und diese revolutionäre Phase zu überleben. Der Krieg, die Intervention ist der einzige, das einzige Mittel, wodurch sie sich an der Macht festhalten können. Und das ist wichtig, weil, wie gesagt, das ist ein Kampf um das Überleben durch die Krise und durch die Revolution. Okay, ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, ich hatte so viele Punkte hier gehabt. Ich will mit einem, also zunächst einmal zusammenfassen und dann mit einem optimistischen Szenario beenden. Zusammenfassen, was ich ausführen wollte, sind 3 Momente, die die Dynamik dieser Entwicklung klären oder verständlich machen. Einmal die neokonservative Chaos-Theorie oder Destruktionstheorie, wonach ein demokratischer Nahosten entsteht durch Kriege und Zerstörung. Der zweite ist die soziale Frage und der dritte das politische Macht, die Frage der politischen Macht. Ich will trotzdem sagen, dass obwohl Gewalt und Terror und keine Ahnung was, die Szene, die mediale und politische Szene bestimmt. Wodurch man den Eindruck hat, dass es nur Gewalt, nur Islamisten in der Region gibt. Ich will sagen, parallel zu dieser Kontrarevolution, die revolutionäre Bewegungen, Kräfte in der Region sind immer noch am Leben. Menschen sind immer noch massenhaft auf der Straße,
um für ihre Rechte zu fordern. Deswegen sage ich, die Eskalation der Flüchtlingsfrage durch die NATO wird die Gewalt und Terror noch weiter auf eine hohe Stufenleiter eskalieren und davon ablenken, dass die eigentlich es geht um die soziale Frage im Nahen Osten und hier in Europa. Rassismus, Islamophobie und die Militarisierung der Flüchtlingsfrage sind nichts anderes als eine Strategie, um von den realen Krisen, sozialen, ökonomischen, politischen Krisen in Europa abzulenken. Und dagegen, dort wie hier, muss es sein. Dankeschön. Danke, Saba. Thank you for inviting me, and my apologies for not being able to speak to address to you in German. So far, I'm learning, but not so well at the moment. And I'll continue some of the questions that Jochen and Saba have already raised, and I'll speak more about our long-term vision of the international order or international society, and also the question about the partners for the international left politics. And I will speak specifically about one of the, and actually not only about, but against one of the answers, which unfortunately is quite popular among many people on the left, and which I think is very actually dangerous. And this is the concept of the multipolar world, the world where the US hegemony must be somehow balanced by other great powers, European Union, Russia, China, maybe Brazil. India or other great powers, but which will be still quite hierarchical and where the smaller nations will have much less voice than the great powers sharing the power behind the world order. It doesn't mean that, I don't think that US hegemony should not be unchallenged. It must be challenged and it must go away. It must become a history. But the multipolar world is not the left answer. This should be very clear. And we should look for another answer based in the revolutionary class politics. So one of the consequences of one of the challenge to the US hegemony was actually Ukraine's crisis, where Russia was trying to retain and to regain their status of the great power and to defend their so-called sphere of influence. And what we can see is that US hegemony may be challenged and they may be forced to defend, but and US hegemony may be even declining in the long-term development, but what we might have also, it might be a world war, a new world war, and with much more disastrous consequences compared to the First and the Second World Wars because of the nuclear weapons, obviously. And let's recall that actually some kind of a multipolar world existed in the beginning of the 20th century before the First World War. And the challenge to British Empire's hegemony was the First World War was actually one of the consequences of this. And the British were challenged by so-called young imperialists, as Vladimir Lenin called them at that moment, and first of all by Germany. And it resulted in a disastrous war in the European continent, totally reconstructing the whole Europe by 1918. And we must remember that what we have in the world is not just American imperialism. This is a system of rival imperialist blocs, where American imperialism is just one, the strongest, obviously, the most dangerous, but still, what we have is not better and worse imperialists. They might be stronger, they might be weaker, mm-hmm. but they are not better and worse. Right. And that's we must understand very clearly. Mm-hmm. And in the case of Ukraine, it's quite obvious that US didn't send their troops to Ukraine. And they didn't send their troops not because they are better than Putin, but because they just didn't need it to. The Ukrainian pro-Western civil society and Ukrainian pro-Western liberals played the same roles as voluntarily supporters of the West interests.
And what we have now is in Ukraine, in the major part of Ukraine under control of the Ukrainian government, is a client state where indeed the United States may determine and may influence the major political decisions, for example, who will be the prime minister. And the current prime minister, Arseniy Yatsenyuk, has extremely low popular support, and it doesn't have the support even within the parliament, the majority support in the parliament. But because the United States needs stability in Ukraine before the presidential elections in November 2016, they force the Ukrainian politicians to stick with Yatsenyuk unless they will come up with some consensual figure in replacement. So they very much need in the current parliament, the current pro-Western coalition, and they are afraid of instability, and they have ability to impose this will on this formally sovereign country. And they have curators or auditors in many Ukrainian state institutions overseeing the neoliberal reforms they're proceeding with. And unfortunately, many of Ukrainian somehow progressive or liberal people are admiring this, because it's a kind of like civilized people coming from the West and showing us how to, you know, change the society in the way or to, towards European values, towards Western civilization, and so on. This is kind of like auto racism in this in their heads. But on the other hand, the role of Russia should not be like understood. We know that this phenomenon of Putin Versteher's, and this is indeed a problem, because obviously Russia is weaker, obviously Russia is smaller than United States in economic and in military and global political influence aspects. And what they try to do is to regain, as they perceive, their rightful place among the great powers of the world. But why should we, as the left, care about Russian sphere of influence? Is this our long-term vision, that Russia will have their previous control over the Eastern Europe? Or our answer is completely different. Should we support some of the, for example, let's imagine the gangsters dividing the city into their spheres of influence, and there is one gangster, the strongest one, and there are smaller gangsters that try to regain the streets and corners. Should we support a smaller gangster against the stronger gangster? No, this is not the left politics. The left politics would be completely structural change of the city where there will not be gangsters at all. And we must recognize that the left now has a deep crisis of their international and internationalist vision. And we understand that United Nations does not work as an effective tool to prevent wars and even to stop the wars which are going on. But is it realistic to reform it? Is it realistic policy to hope that the Security Council members will just give up their privileges? And do we have a leverage? Do we have a force to enforce kind of like democratization of the United Nations? We don't like the European Union. This is a neoliberal imperialist project. Can we reform it? Is it truly realistic? And so, what is our proposal for the international structure, for the international structure in the interests of the working people of the world? Our great predecessors were not aspiring for the reformed United Nations. They were not aspiring for the reformed European Union. They were aspiring for the World Union of Soviet Socialist Republics. And that would obviously preclude any strategic support for anti-American authoritarian rulers like Putin or Ahmadinejad in Iran, and in understanding their interests. It would mean an opposition towards them. It would preclude any possibility to partner with them, to understand them. And a multipolar world is a world where Merkel, Hollande, Putin, and whoever will be the next US president are shaking hands. Our world is where Ukrainian, Russian, German, American workers are shaking hands, and where they are united in their fight against their class enemies.
This is our strategy. This is the world we are aspiring for. Mm-hmm. Yeah. And the problem that the left is facing now is that we have lost our organic connection with the class politics, mm-hmm. partially, but only partially, because of the objective changes in the working class itself, due to the globalization, due to technological development, due to mass migration, mm-hmm. due to neoliberal attacks on the organized labor. Mm-hmm. But we also lost the revolutionary class analysis of the national and international problems. Mm-hmm. We are too much seduced into this reformist realpolitik. And in the result, we are failing to propose our own left independent politics. We are too weak to play on the contradictions between the imperialist blocs. Mm-hmm. When we try to play on them, that's usually the imperialists who are using us, and not we that use the imperialist contradictions. And in the result, many on the left are becoming just the left-wing supporters of either European neoliberalism with human face or of some anti-American authoritarian rulers. And the crisis in Ukraine only sharply exemplified much deeper trends in the degradation of the international left, much deeper crisis of the international left. We see the so-called red and brown coalitions where former Soviet or pro-Soviet communists are almost organically aligning with Russian nationalists and with Russian imperialist interests. And on the other hand, we see the black and brown coalitions where left liberals and libertarian left aligning with NATO, with EU imperialist interests. And in Ukraine, we see how former communists are joining the cause of Russian nationalist revolt in the eastern Ukraine and fight together with outright reactionaries and monarchists. But on the other hand, we see that former anarchists and anti-fascists are fighting together with outright Nazis against the communists and Russian nationalists. And this is a tragedy, and this is a complete disaster for the international left. And we fully understand that there is no antagonistic conflict between the workers in the eastern Ukraine and the western Ukraine. There is no class antagonism between them. But the real conflict is between the workers and their ruling classes in Kyiv, in Donetsk, in Moscow, in Brussels, and in Washington. And precisely when this left progressive agenda, saying that the Ukrainian workers in the eastern Ukraine and in the western Ukraine, they share their basic class interests, and they are not enemies to each other, but they are enemies to the ruling elites. Precisely, there were no political force to say it and to articulate it on the national level in Ukraine. And this was one of the causes of the disastrous situation we have now. And this is a very sad lesson for the, not just for Ukrainian or post-Soviet left, but for the European and global international left as well. So to sum up, obviously, we need a strong anti-war movement. We need an anti-war politics, and we have to support anti-war position in European Union, in United States, in Russia, in Ukraine, obviously. But this anti-war politics must be deeply embedded into the reconstructed class analysis of the contemporary world and in the rejuvenated revolutionary class politics. Thank you. Ja, ah ja. Ja, guten Tag. Ich möchte vielleicht ein bisschen eine andere Akzentuierung als mein Vorredner vornehmen. Wir hatten ja gestern Abend schon den Einstieg in die Diskussion und ein Schwerpunkt war natürlich der sogenannte Krieg gegen den Terror und auch die Frage, ob sich denn die Weltordnung grundsätzlich verschoben hat. Und entgegen ja einer vielbeschworenen Abstiegs der USA, auch aufgrund ihrer ökonomischen Schwäche, kann man aber nicht erkennen, dass der Abstieg auch als die imperialistische Macht Nummer 1 in der Welt stattgefunden hat. Da würde ich auch
teilweise dem Vorredner widersprechen. Ich halte die USA nach wie vor für die stärkste und dominierendste Macht in der Welt. Und im Gegenteil, diese Politik führt dazu, dass wir uns wirklich in einer sehr, sehr schwierigen und auch sehr kriegsfördernden Situation auch in Europa befinden, weil mittlerweile die USA eben Russland auch in seiner nächsten Umgebung direkt herausfordern. Wir erleben, dass die USA, aber auch in Lateinamerika erfolgreich, teilweise zumindest erfolgreich, die Wiederkehr von neoliberalen und auch reaktionären rechten Kräften stärken kann und wieder an die Macht bringt. Wir sehen, dass auch große Teile im Nahen Osten, unter anderem durch die engen Verbündeten der Türkei und Saudi-Arabiens, unter US-Kontrolle gebracht werden. Und wir erleben auch in Asien eine pazifische Offensive der USA zusammen mit Japan, Australien, den Philippinen. Das haben wir ja auch ökonomisch gesehen, erst vor kurzem durch den Abschluss des großen TTP-Handelsabkommens. Und insofern haben auch in Europa diese Interessen natürlich ihre Unterstützer, allen voran Deutschlands. Und wenn wir heute über Flüchtlinge diskutieren in Europa als die große Herausforderung, dann sind natürlich diese enorme Zunahme an Kriegsflüchtlingen auch eine direkte Folge dieses Krieges gegen den Terror, die über 10 Jahre andauernden Krieges gegen den Terror und die damit verbundene, wirklich verheerende Politik des Regime Change und gleichzeitig auch Instrumentalisierung von islamistischen Terrormilizen. Da möchte ich auch das unterstützen, was Sabah gesagt hat. Unter dem Stichwort des sogenannten Krieges gegen den Terror, des Terrors, bedient man sich aber auch gleichzeitig terroristischer Gruppen und setzt sie sozusagen als Söldner in der Region ein, um diese Region zu destabilisieren und die Kriegsführung, die brutale Kriegsführung gegen die Bevölkerung, sei es die Drohnenkriege oder die direkten Militärinterventionen, stärken auch weiterhin diese terroristischen Gruppen. Wir erleben in Europa auch eine Revitalisierung der NATO. Und allen voran übernimmt mittlerweile auch Deutschland hier eine führende Rolle. Das betrifft sowohl die Luftkampfstrukturen, das betrifft aber auch die Stationierung von Truppen in Osteuropa. Ihr wisst alle, das atomare Aufrüstungsprojekt des NATO-Raketenschilds wird weiter vorangetrieben und auch die Modernisierung von US-Atomwaffen in Deutschland. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass letztes Jahr eine der größten NATO-Manöver in Osteuropa und Südeuropa stattgefunden haben unter großer deutscher Beteiligung. Das war gar nicht so in den Medien. Es haben insgesamt an diesen NATO-Manövern sich über 154.000 Bundeswehrsoldaten beteiligt. Nach Ende des sogenannten Kalten Krieges die größte Anzahl an Bundeswehrsoldaten, die sich wieder an NATO-Manövern beteiligen. Und wir erleben natürlich die Aufrüstungsspirale. Die NATO hat es vorgegeben, 2% des Nationaleinkommens soll zukünftig für Rüstung ausgegeben werden. Das war gestern auch Thema dessen. Und Frau von der Leyen hat ja mit ihrer Ankündigung, 130 Milliarden zukünftig für die Bundeswehr auszugeben, auch schon genau diese Anforderung erfüllt, dass sie die Bundeswehr ausbauen und auch qualitativ aufrüsten will. Es geht im Grunde um einen neuen Rüstungswettlauf auch mit Russland, um letztendlich auch in Russland einen Regime-Change einzuleiten. Wir befinden uns deswegen in wirklich einer äußerst gefährlichen Situation. Deutschland spielt, wie gesagt, eine fatale Rolle. Deutschland formuliert zunehmend eigene Interessen, sowohl innerhalb der EU, aber auch im Mittleren und Nahen Osten, ist gleichzeitig aber auch, würde ich mal sagen, der Juniorpartner
der US-Junior-Partner. Insgesamt beteiligt sich die Bundeswehr mittlerweile an 17 Auslandseinsätzen und die Bundesregierung beansprucht mit ihrer Formulierung mehr Verantwortung in der Welt, damit auch ein Stück weit mehr Weltgeltung und Dominanz. Und Deutschland, die Bundesregierung, ist auch aktiv beteiligt an der Front gegen Russland, hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass die Sanktionen verlängert werden und scheut auch keine Zusammenarbeit, das haben wir erlebt in der Ukraine mit faschistischen Gruppen und einer teilweise von faschistischen Kräften unterstützten Regierung. Diese Interessen wurden übrigens sehr deutlich auch im Februar auf der NATO-Sicherheitskonferenz in München formuliert, allen voran Wolfgang Ischinger, der formuliert hat, dass Deutschland endlich diesen Pazifismus mal ablegen müsste und sich noch viel mehr in der Welt engagieren müsste und damals ja auch ein direktes Eingreifen mit Bodentruppen in Syrien nicht ausgeschlossen hat. Insgesamt kann man sagen, dass die Interessen hier in Deutschland auch der deutschen Wirtschaft gespalten sind gegenüber dem Verhältnis zu Russland. Es gibt einen Teil, die setzen sich für eine Entspannung ein oder für ein Ende der Sanktionen. Aber wenn man sich den BDI anschaut, er orientiert sich dann doch eher an dem Bündnis mit den USA als an den Exportchancen nach Russland. Zum Schluss möchte ich zur deutschen Nahostpolitik kommen. Aktuell haben wir ja die Diskussion über die Rolle Deutschlands im Verhältnis zur Türkei. Und hier sieht man auch, dass eigentlich alte Allianzen wiederkehren. Erdogan wird massiv von der Bundesregierung unterstützt. Wir haben diesen fatalen neuen Deal jetzt erlebt, der auf Kosten der Flüchtlinge durchgesetzt wird. Gestern haben wir mit Aktiven gesprochen auf der Insel Lesbos, die uns berichtet haben, dass bereits am Sonntag mit dem ersten großen Abschiebewelle von der Insel Lesbos gerechnet wird. Viele Flüchtlinge aus Pakistan zum Beispiel haben jetzt auch demonstriert die letzten Tage. Und hier wird es also massive direkte Auswirkungen auf die Flüchtlinge haben, die nach Griechenland kommen oder die auch in Idomeni festsitzen. Und hier kann sich die Türkei oder beziehungsweise hier kann sich Deutschland auf die Türkei und die Türkei auf die bedingungslose Unterstützung Berlins verlassen in ihrem Krieg gegen die Kurden und Kurdinnen. Man kann also auch von einer neuen Achse Istanbul, Ankara und Berlin sprechen. Das hat sich vor allem auch an dem sogenannten Merkel-Plan gezeigt, der ja präsentiert wurde von der türkischen Regierung, aber im Grunde ganz klar von der Bundesregierung mitentwickelt wurde, wie zukünftig die Migrationsabwehr aussehen kann für die EU, die von der Türkei übernommen werden soll. Und man sieht auch, dass Merkel im Gegensatz zu den USA zum Beispiel Erdogans Projekt der Sicherheitszonen im Norden Syriens unterstützt, die dann von der Türkei kontrolliert werden sollen. Also hier haben wir wirklich die Bundesregierung als engen Verbündeten der Türkei, die massiv die menschenverachtende Politik der türkischen Regierung unterstützt, unter anderem ja auch mit fortlaufenden Waffenlieferungen. Gleichzeitig gibt es auch einen weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit laufenden Krieg gegen den Jemen, der immer nur ab und zu erwähnt wird. Auch ein blutiger Krieg, vergessener Feldzug von Saudi-Arabien und anderen Golfdiktatoren. Dabei spielt auch die Türkei eine wichtige Rolle und auch die Bundesregierung, die diese Länder mit Waffen beliefert, nach wie vor und ja in Saudi-Arabien einen Stabilitätsanker in der Region sieht. Vielleicht noch etwas zur Kriegsführung, weil das ist auch für uns, für den Bundestag wichtig. Wir erleben zunehmend
eben nicht, dass direkt Truppen in die Länder geschickt werden, Bundeswehrsoldaten, sondern dass sie zumindest nicht direkt bewaffnet als Kampfeinheiten, sondern vor allem eben als Ausbildungsmissionen in verschiedene Regionen der Welt geschickt werden und mit strategischen Waffenlieferungen diese Regime unterstützt werden. Dementsprechend wurde übrigens unter anderem auch der Afghanistan-Einsatz umstrukturiert, der jetzt auch nochmal intensiviert werden soll und in dem im Grunde dann andere Söldner sterben für eine Interessenspolitik des Westens und auch der Bundesregierung. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass letztes Jahr in Afghanistan Tausende von afghanischen Soldaten gestorben sind, die keine einzige Meldung, Pressemeldung mehr wert sind. Es gibt nur Pressemeldungen, wenn westliche Soldaten getötet werden oder eben eine große Bombardierung, Kunduz haben wir erlebt, aber der Alltag dessen, dass Tausende von afghanischen Soldaten und Polizisten sterben, findet hier kaum statt. Und genau damit sind wir auch im Bundestag konfrontiert, dass nämlich zukünftig diese Ausbildungsmissionen, in denen eben strategisch ganz klar der Westen entscheidet, aber dann die Soldaten vor Ort sterben aus den jeweiligen Ländern. Genau diese Ausbildungsmissionen sollen ja zukünftig bei der Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes gar nicht mehr die Zustimmung des Bundestags bedürfen. Die neue Idee ist, dass man hier eine Information bekommt als Abgeordnete, aber Ausbildungsmissionen sozusagen von der Bundesregierung alleine entschieden werden können. Dadurch auch der Widerstand in der Bevölkerung minimiert werden soll. Und das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage aus Sicht der Friedensbewegung. Und da möchte ich auch ein bisschen Herrn Hippler widersprechen, der sagte, naja, also die Frage von, ob man hier Militäreinsätze hat oder nicht oder Frage von Gut und Böse, die stellt sich so gar nicht. Ich würde auch nicht in diesen Kategorien argumentieren, wer von Gut und Böse für die Friedensbewegung, aber ich möchte wirklich ganz klar sagen, dass es entscheidende Pfund der Friedensbewegung und auch aller antimilitaristischen Kräfte hier in dem Land ist, dass wir nach wie vor eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung haben, die diese Kriegseinsätze ganz klar ablehnt. Und das, finde ich, gilt es auch zu verteidigen. Und hier sehen wir eben Angriffe über zum Beispiel die Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes und ein anderes Design sozusagen von Militäreinsätzen und Militärbeteiligungen, die Schwelle in der Bevölkerung auch heruntersetzen sollen. Die soziale Frage wurde angesprochen und das halte ich auch für eine der ganz wichtigen Forderungen für die Friedensbewegung, dass sie sich mit den sozialen Bewegungen zusammenschließen muss und dass wir eigentlich diese Trennung zwischen hier kämpfen wir gegen Krieg und die sozialen Bewegungen kämpfen dann gegen den Sozialabbau, dass das endlich viel stärker aufgehoben werden muss. Und dass wir auch zum Beispiel die Frage des Welthandels, das Welthandelsregime, das auch massiv zu Fluchtbewegungen beiträgt und das ja mit diesen Militärinterventionen aufrecht und ausgeweitet werden soll, zum Beispiel TTIP, dass wir massiv die Zusammenarbeit von Friedensbewegung, sozialen Bewegungen und diesen Freihandelsgegnern auch neu zusammensetzen und uns gemeinsam gegen TTIP mobilisieren, aber eben genauso gemeinsam gegen Kriegspolitik und unter anderem auch gegen die hier stationierten US-Militärbasen mobilisieren. Das ist eine Herausforderung, aber es wäre auch eine Chance für die Friedensbewegung, dass sie sich breiter aufstellt und dass sie die Zusammenhänge darstellt und die wirtschaftlichen Interessen für die Kriegspolitik klar benennt. Für uns als Linke, wir haben das formuliert, der Dietmar hat es gesagt, was die NATO betrifft, wir haben ja formuliert, wir fordern den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO,
Die NATO ist ein Kriegsbündnis, sie ist das verbleibende Militärbündnis und deshalb gilt, glaube ich, für uns alle der Slogan, der ja auch auf der Sicherheitskonferenz dominiert. Der Frieden statt NATO ist nach wie vor das Motto der Linken und das wollen wir auch weiterhin im Parlament vertreten. Und dazu wird es wichtig sein, dass wir uns eben neu aufstellen, denn das wurde gestern auch diskutiert. Es gibt eine Schwäche in der Friedensbewegung im Moment der Mobilisierung. Wir hatten nur wenige Demonstrationen gegen den Einsatz der Tornados, der deutschen Tornados in Syrien. Und da braucht es eine neue Mobilisierung. Und deswegen sehe ich eigentlich den stärkeren Zusammenschluss der Bewegungen, dass wir übrigens Anfang 2000 in einem viel größeren Maße hatten, die Anti-Globalisierungsbewegung der Sozialforen gleichzeitig im Kampf mit dem drohenden Irakkrieg, war eine der größten und stärksten Bewegungen, die wir Anfang 2000 erlebt hatten, auf den europäischen Sozialforen in Florenz, möchte ich daran erinnern, mit 1 Million Menschen, die auf der Straße waren. Und deshalb brauchen wir diese neuen Strategien, dass wir die Friedens- und die soziale Frage wieder neu zusammendenken. Vielen Dank. Applaus